There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseen. But the mission is clear. Deliver us the moon. So, und da sind wir im Spiel. Siwa, guten Abend. Das Spiel damals auf Kickstarter unterstützt und zum Release gespielt. Ah, guck mal da. Ich könnte ohne Energy nicht leben, im doppelten Sinne. Ja, ich glaube, um Energy Drinks geht es hier nicht. Warum? Achso, den Controller sollte man auch einschalten, wenn man ihn benutzen möchte. Schreit nach Aliens. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, kann der bitte den Controller erkennen? Tut er gerade nicht. New Game. Start. Friends and Family of the Missing... Was? Oh Gott, das geht ein bisschen schnell. Und warum ist hier kein Sound? Warum hat das Spiel gerade keinen Sound? Ich weiß, dass es vorhin Sound hatte an dieser Stelle, deswegen stimmt da gerade was nicht. Warte mal. Er hat auch die ganzen Soundeinstellungen zurückgesetzt, die ich vorher eingestellt habe. Das ist ein bisschen doof. Hast du es wieder gut gemacht? Nee, ich habe es vorhin alles getestet. Und da lief es ganz wunderbar. Ohne wäre es kein Easter-Stream. Ja, aber ich habe vorhin alles getestet. So, nochmal. Friends and family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees, despite reports of resource shortages. The dust storm is expected to hit residential zones between the northern 49th and 50th latitude lines by late afternoon, and pass over the World Space Agency's former MPT ground station in the Arirau Desert.
Authorities have imposed a mandatory evacuation of the impacted areas. For countries north of the equatorial desert, temperatures are expected to be a mild 46 degrees Celsius. This was Nicole Page for World News 1, September 16, 2059. Wishing you a safe and happy day. Milde 46 Grad. Ja, nun. Gong hat damals die Kickstarter-Kampagne gepusht und es war so putzig, wie überfordert die Entwickler damit waren. Ja. So, schauen wir mal, was haben wir hier. Ground Launch Sequencer, Orbital Access Arm. Das scheint irgendwie einfach so eine Anleitung zu sein. Oh, was? You've done it 1000 times before during our simulations. We know you can do this. Good luck, Claire. Also wir sind der eine Astronaut, der losgeschickt wurde, um quasi wieder für Energie zu sorgen, die es auf der Erde nun seit einigen Jahren nicht mehr gibt. We're ready to start the mission. Do you copy? Okay, ready to start mission. Ja, gleich. Ich gucke mich hier nur noch ein bisschen um. Die Tür können wir noch nicht benutzen. Hier können wir noch zoomen. Kann ich noch was anderes machen? Nee. MPT Online. MPT transmits power from Moon to Earth. The microwave power transmission generators power inside a fusion reactor and sends it wirelessly to receivers on Earth, fueled by Helium-3 harvested on the Moon. Okay, das ist nochmal die Beschreibung von der Geschichte, die wir eben gehört haben. Dass quasi Helium-3 auf dem Mond abgebaut wurde. Und dann quasi kabellos an die Erde transferiert wurde, um somit für Energie zu sorgen. Okay, wir sind verloren, was? Ja, ich bin da. Ich gucke nur gerade. Warum schicken die nur einen hoch? Na, weiß ich nicht. So, while the MPT took over a decade to complete, the energy signal traveled rapidly from the lunar colony to Earth. The World Space Agency believes the MPT can transmit enough energy from the colony's fusion reactor to supply approximately... Type in Buck Zahiat. Und Yang, danke schön. Vielen, vielen Dank für den wichtigen zweiten. Danke für die weitere Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und Sunset Rose, guten Abend. Also, the percentage is expected to rise quickly. In another decade, the MPT could power all of Earth, said Dr. Isaac Johansson, the agency's lead scientist. Earth will never be in the dark again. Backside, is it working yet? Also 20% konnten wohl von Anfang an mit dieser Technologie versorgt werden auf der Erde und es sollte wohl innerhalb von 10 Jahren die gesamte Erde versorgen können. Das hat leider nicht geklappt. So, die anderen Sachen können wir nicht untersuchen anscheinend. Nee, wir können nur diesen einen Artikel untersuchen. Und ich glaube, dann lassen wir die Dame am anderen Ende, Claire, mal nicht länger warten. We're ready to start the mission. Do you copy? Ja. Ground control to Fortuna 1, this is Claire. Please confirm radio contact. Okay, Astro Tour. Confirm radio contact. Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Okay. Wir müssen die Rakete startklar machen, bevor ein Sandsturm kommt. Five years after the blackout. The tourist five. It took us 4 years to get her ready for launch. But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Nun, ich glaube, ja, die Erde hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Sieht nicht mehr so gut aus. Oh, wir können scannen, okay. Wir haben ein Dossier.
MPT Network Dish. Created by Isaac Johansson, the MPT transmitted power from the moon to the Earth through a network of satellite dishes. Since Isaac's disappearance during the 2054 blackout, Claire Johansson has studied her father's work closely in preparation for the Fortuna mission. Ah, okay, der Wissenschaftler, der dafür verantwortlich ist, also der das Ganze entworfen hat und so, der ist verschwunden während dieses Blackouts. Und mit der Dame, mit der wir gerade reden, das ist seine Tochter. Ja, ist English only, genau. Okay, wir können auch sprinten. Können wir uns hier auch noch... Können wir hier reingehen? Nee. Okay, wir können nicht in diese Wagen reingehen. Aber wir scheinen hier auch tatsächlich ganz allein zu sein, ne? Was ist das? Teddy, me, Claire. Daddy, Mommy. Oh. It's a girl, Isaac and Elizabeth. Are proud to announce the arrival of Claire's little sister, Katie Christina Johansson. Oh, das hat die kleine Schwester gemalt, von der, mit der wir gerade sprechen. Der Vater war zu der Zeit auf dem Mond und die Mutter ist tot. MPT, End of the Age of Wires, das Ende von Kabeln. Backside. Imagine a world free of fossil fuels and pollution. All of our energy needs satisfied in the blink of an eye. A system that can wirelessly transmit energy all over the world and beyond. This is the MPT, the microwave power transmission. In this book, MPT inventor Isaac Johansson discusses what the future might hold for this revolutionary system. Okay, also stelle dir eine Welt ohne fossile Brennstoffe und Umweltverschmutzung vor. Komplette Energie durch die kabellose Technologie. Und das wird quasi in diesem Buch alles vorgestellt und beschrieben. Ah, noch mehr Bilder. Mhm. Leck dir, schlaf schön, gute Nacht dir. Ah, guck mal, die Kinder waren auch hier beide und haben hier geschlafen. Das muss aber ganz schön alter Stuff dann sein, wenn wir mit ihr jetzt reden und sie inzwischen erwachsen ist. A mother lost. Elizabeth kept the Johansson family together after her husband Isaac assumed a role on the Lunar Council. After her death, Claire took care of her sister Kathy before she was taken to the moon to live with Isaac. Both Isaac and Kathy have not been seen since the blackout. Ah, okay. Okay, die kleine Schwester ist quasi zu ihrem Vater auf den Mond geschickt worden, um damit zu leben. Und seit dem Blackout hat man von beiden nichts mehr gehört oder gesehen. Die haben hier drin zu viert gelebt, ist aber auch echt überschaubar, ne? Da muss man sich auch echt lieb haben, wenn man auf so kleinem Raum zusammenlebt. Oh, warte, warte, warte. Irgendwas konnte ich hier scannen. Da. Sputnik Monument. A monument marks the entrance to the Fezenkov Cosmodrome. The facility was abandoned until the Fortuna team made it their base of operations after the blackout and began preparations for humanity's last mission to space. The sign reads, to the stars. Okay. Quasi ein Monument, das am Eingang vom Kosmodrom steht. Mit den Worten zu den Sternen. Oh, warte, können wir hier rein? Nein. Da können wir nicht rein. Du bist auf dem Mond, was stellst du für Ansprüche? Noch sind wir nicht auf dem Mond. Noch sind wir nicht auf dem Mond. Wir machen jetzt die Rakete fertig, um zum Mond zu fliegen. So habe ich das verstanden. Wir sind noch auf der Erde, auf der halt jetzt milde 46 Grad herrschen und ein Sandsturm kommt. Okay.
War es das oder müssen wir noch was aktivieren? Gehen wir wieder runter. Ich glaube, das war es hier an der Stelle, ne? Was können wir hier noch tun? Da hinten, ist das eine Leiter da hinten? Das ist auch eine Leiter, oder? Warte mal. Gehen wir gerade da hinten gucken. Aber die sieht aus, als könnte man sie nicht hochklettern. Ne, da können wir nicht dran hochklettern. Aber da oben war doch sonst nichts, oder? Da muss ich das noch irgendwie von der anderen Seite aus aktivieren. Ah, hier unten können wir noch was machen. Gehen wir mal gucken. Ted, I see you're on your way up to the facility. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. Okay. Jetzt ist die große Frage. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will, when you get the MPT back online. Mal sehen, ob das klappt. Jetzt ist die große Frage, mussten wir das Rädchen da unten eigentlich drehen oder haben wir damit irgendwas kaputt gemacht? Da müssen wir, glaube ich, gleich hin. Mal gerade ab hier. Nee, hier ist auch sonst nichts mehr. Oh, natürlich ist es dunkel. Oh Gott. Natürlich ist es dunkel. Warum muss es dunkel sein? Das erinnert mich irgendwie gerade an... Soma. Da können wir was einsammeln. If power's out, use code... Okay, 3548 for the door. Ja, aber nicht for the door. Ich hätte gern for the light. Ich hätte gern Licht. To gain access to the launch facility. Ich hätte gern Licht. Strom sparen, ja, bis das Akku von unserem Backpack leer ist und, wie war es? 3, 4, 5, 8, ne? Merke, sie haben sich den falschen Code gemerkt. 3, 5, 4, 8, so rum. 3, 5, 4, 8. Ich weiß, Tim. Aber es ist ja so eine Art Rucksack hier hinten drauf. Oder so, Kanister. Keine Ahnung. Zumindest ein bisschen Licht haben wir jetzt hier. This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Das ist deren Zuhause. Wo sind die denn dann alle? Wo sind die denn dann alle? Warum latschen wir denn hier allein durch die Gegend, wenn die alle hier wohnen? Haben die sich während des oder kurz vorm Sandsturm jetzt alle in irgendeinen Bunker verpieselt? Ich meine, das wäre ein... Gott, scheiße, ist das groß hier. Issue 7, September 2055, Space Tech Magazine, Blackout 2054. What happened to the MPT? Life without MPT a year after the blackout backside. In this edition, we invite world-renowned scientists to discuss what could have caused the MPTs to remain offline, what might have happened to the lunar colonists and how humanity should move forward. Okay, in diesem Magazin sprechen die also mit Experten, die Ursache für den Blackout und warum es offline geblieben ist, untersuchen, was mit den Lunar-Kolonisten, also mit den Mondbesiedlungen, passiert ist und wie sich die Menschheit jetzt verhalten sollte. Alles gefixt, hey, guten Abend.
und schlaf gleich schön. Die haben Sommerferien. Nee, ja gut, bei 46 Grad vielleicht. Man weiß es nicht. So, warte mal. Bevor wir jetzt da hinten einen Raum weitergehen, will ich erstmal hier... Achso. Okay, nevermind. Hat sich erledigt. Da geht's gar nicht rein. Was ist das? Jean's Research Facility. Backside in Memoriam. Eugene's Malfunction. Ist irgendein... Was ist das? Irgendein Abzeichen oder sowas? Sieht aus wie so eine Art Medaille oder sowas. Determined to seek the truth about the blackout and restore the MPT connection, Maria Gonzalez has raised the Fortuna team from the ashes of the WSA. Since 2055, Maria's team has been secretly working on their mission. Okay, Maria Gonzalez ist also dafür verantwortlich, dass das Fortuna-Team wieder arbeitet und dass im Geheimen an dieser Mission gearbeitet wird. Guck mal, eine einzelne Pflanze hier. Wobei, die ist bestimmt nicht echt. Die steht hier im Dunkeln rum. Mariah's Broken ASE Unit. One of the few survivors of the 2048 Eugen's Cryo... ich weiß nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird. Cryosleep. Malfunction. Maria brought her damaged ASE unit back to Earth with her. She's been trying to repair her ASE in hopes of restoring holographic recordings captured by the device during her time at the Eugene's Research Facility. Okay, das scheint irgend so ein Videoaufzeichnungsbegleiter, kleiner Droide, whatever, zu sein, den Maria versucht hat zu reparieren. Cryosleep, okay. Flosche, schlaf schön, gute Nacht dir. Es ist viel Text, ne? Es ist halt echt viel Text. Dear Sarah, we met years ago on the Pearson Space Station. I was relieved from service after the Eugene's cryosleep malfunction. Remember how we talked about my broken ASE? I'm looking for a way to extract its holographic data and I'm hoping you could help me out. Hi Maria, yeah I remember, holographic data runs through a unique hardware component. I specialized more in software, so you should reach out to my colleague Rolf Robertson here at Pearson. He's an excellent mechanic. Okay. Also sie hat mit Sarah geschrieben und um Hilfe für die Reparatur gebeten, aber das hat leider nicht funktioniert, weil das nicht ihr Fachgebiet war. Was haben wir hier? Fluoxetin, Antidepressivum. Und in Memoriam. Those lost during the Eugene's malfunction of June. Don't forget everyone we've lost that day. Nennen wir ihn Bob? Er funktioniert doch gar nicht. Ist das hier jetzt... Ich suche immer noch die Kontrollstation. Was ist das hier? Weiß man nicht so genau. Es scheint nicht die Kontrollstation zu sein, zu der wir müssen. Da ist der Control Center. Da steht aber leider eine Treppe im Weg. Können wir die irgendwie... Kann ich die? Ja, kann ich. Warte, warte. Ist irgendwo was, wo wir hochklettern können, wofür wir die brauchen? Nee, sieht nicht danach aus. Scannen können wir hier gerade auch nicht. Gehen wir mal hier durch.
So, da hoch. Ah, zwischendurch ruckelt es ein bisschen, das ist aber das Spiel selber. Das liegt nicht am Stream. Was ist das da vorne für eine Lichtschranke in der Tür? Das macht mir ein bisschen Sorge. Control Center geht's aber hier lang. Geht die Tür? Die Tür geht natürlich nicht auf. Natürlich müssen wir irgendwie unter dieser Lichtschranke durch oder sie deaktivieren. Mit Drogen fliegst du auch ohne Rakete zum Mond. Das waren Antidepressiva. Das waren keine Drogen. Svenny, guten Abend. Und Blue Sky Dragon, guten Abend. So, Evacuation Notice. Please proceed outside the Fezenkov Cosmodrome Facility between September the 15th and 16th. Everyone in and around the facility must be ready outside the building at 5 at the rendezvous. Okay. Conference Room and Claire's Office. Geil, auch mit so einem Post-it, mit so einem DIN A4-Blatt einfach darunter geklebt. Gucken wir mal. Hier ist halt... Oh! Okay, wir konnten halt einfach durchlaufen. Isolated three plausible causes for the MPT blackout. One, the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come. It's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we have in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. Das heißt, die kompletten Ursachen wissen wir jetzt noch gar nicht. Aber sie gibt irgendwie so ein bisschen ihrem Vater die Schuld, dass das nicht restartet. Aber sie weiß ja gar nicht, was da oben passiert ist. Ist das ein russischer Akzent, Maria? Ich hätte jetzt auf Spanisch getippt. Indisch hätte ich auch gesagt. Ich hätte Spanisch gesagt. One is a go. Whatever. Naja, Maria González klingt halt auch sehr spanisch, ne? Deswegen hätte ich halt gedacht, so kommt hin. Weil González ist jetzt auch nicht unbedingt ein indischer indischer oder russischer Name. Okay, hier können wir nichts mehr anschauen. Oh, guck mal, ich habe einfach ein Becherchen da rausfallen lassen. Aber es ist anscheinend kein Wasser da. Aber gut, wir sollten, glaube ich, gerade sowieso nicht unbedingt den Helm abziehen. So. The control center is located on the top floor of the facility. The dust storm is approaching fast. Let's go. Okay, wir müssen noch weiter nach oben. Aber natürlich nehmen wir uns die Zeit und schauen uns um. Ah, das ist ein Modell der Rakete. Recruited straight out of university, Claire Johansson designed the Taurus 5 rocket for the Fortuna mission. Claire was eager to join the team to uncover the fates of her father and sister on the moon after the blackout. Na, sie ist quasi direkt nach der Uni hier für dieses Projekt angeheuert worden. Und hat die Rakete entworfen. Eine spanische Inderin aus Russland. Vielleicht auch das, man weiß es nicht.
So, dear Miss Johansson, the court rules that the father, Isaac Johansson, is the next of kin, has been granted full custody over Kathy Christina Johansson after the mother Elizabeth Johansson's ultimate death. As her current guardian, you are ordained to ensure that Kathy is brought for safe passage to the moon to be reunited with her father. Sincerely, the Honorable Judge Richard Edge. Okay, das ist ein Gerichtsbeschluss, dass die kleine Schwester quasi zum Vater auf den Mond geschickt wird und dass Claire quasi die Aufsichtspflicht entzogen wird. So, Crew Quarters Control Center. Ist aber echt eine große Station hier. Und ich glaube, wir sind da. So schnell wie möglich. Ja, nachdem wir uns umgeschaut haben. Was ist hier? Ist auf jeden Fall gesperrt, da kommen wir noch nicht rein. Hier können wir auch nichts antatschen. Merkt ihr schön alle Infos, du musst gleich wieder kombinieren und den Fall lösen. Ich dachte eigentlich, das wäre kein Rätselspiel, ausnahmsweise mal. Das müssen wir bestimmt gleich machen. Da ist ein großer roter Knopf, den müssen wir bestimmt auch noch drücken. Wenn nicht, mache ich es trotzdem. Der einzige Rechner, der an ist, ist der hier. So, Crazy, I say. Crazy, like a fox. Elfie, guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Was habt ihr gemacht? Vielen, vielen Dank. Und Naga, danke schön. Vielen, vielen Dank dir für 15. Danke schön. Hi, Elfie. Danke dir. Wir spielen gerade Deliver Us the Moon, Fortuna, ein Indie-Game, was sehr interessant anfängt. Und wir sind tatsächlich noch relativ am Anfang. Ich glaube, wir haben jetzt vor einer halben Stunde oder so angefangen. Und Naga, danke für den Host. Gab eine gemütliche Quasselrunde in WoW. Mir geht's hervorragend, danke schön. Mir geht's sehr, sehr gut, frisch aus dem Urlaub wieder da. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. Und dir geht's gut. Und Just Crow, guten Abend. So, ich habe gerade festgestellt, ich glaube, es gibt ein Problem, in Anführungszeichen, bei dem Spiel. Hier so Sachen, wo ich mit der Maus quasi was auswählen kann. Das funktioniert mit dem Controller leider nicht. Also ich kann nicht mit dem Controller irgendwie Reboot anwählen oder so. Das funktioniert leider nicht. Oder? Doch. Ah, doch, es funktioniert. Ich war etwas irritiert, weil es nicht angewählt war. Ja, die Alerts machen wir, glaube ich, mal wieder auf stumm. Was sie dank des Szenenwechsels gerade nicht mehr sind. Aber Floscho, vielen, vielen Dank dir. Danke fürs Vergiften von Elfie. Elfie, willkommen zurück im Sechsten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Der Urlaub war super. Der Urlaub war super. Ich war mit den Hunden 2 Wochen am Meer. Das war sehr, sehr toll. Das Timing, ja. So, aber die Alerts sollten jetzt wieder stumm sein und damit können wir wieder ganz entspannt weiterspielen. So, Launch Preparations. Close both fuel valves. Okay, wir müssen beide hier Dingens, ne? Benzin, Treibstoff, Dinger schließen. Ja,
Das war falsch, das war wahrscheinlich Launch und das war nicht Preparation. Nun. Ich nehme an, das werden die Ventile gewesen sein. Eins haben wir eben schon geschlossen, bei dem ich erst nicht wusste, wofür es da ist. Das heißt, wir müssen noch das zweite Ventil finden. Ich tippe mal, dafür müssen wir hier irgendwo durch. Habe ich da Lunch gehört? Nein. Aber ich habe langsam auch Hunger. Ich freue mich schon echt aufs Eis nach dem Stream, ne? Jetzt gucken, ob wir hier noch irgendeinen Hinweis oder sowas haben. Nope. Ach nein, das sind die beiden Fuel-Dinger hier links und rechts. Ja gut, dann weiß ich immer noch nicht, was das für ein Ventil war, was ich da eben zu oder aufgedreht habe. Eis oder Eiscreme? Ja, halt Vanilleeis mit Frucht. Es ist kein Wassereis, wenn du das meinst. Startest also nach Rakete allein. Wofür sonst hunderte an Buttons lecken? Ja. So, Vanilleeis mit Kacke. Das hat ja gut geklappt. Vanilleeis mit Mango. Wir brauchen irgendwie Ersatzteile für eine Leiter. Ist es nun Eis oder Eiscreme? Am besten noch Eis mit Vanillegeschmack oder sowas. Ja, es ist halt eine Eiscreme dann, glaube ich, meinst du? Vanille-Eiscreme mit Fruchtzeugs obendrauf. Oh, jetzt ruckelt es aber gerade arg. So. Oh, warte, kann ich die hier einfach mitnehmen? Guck mal, ich nehme dich einfach mit. Haben wir doch noch eine Verwendung dafür jetzt. Lass mich raten. Leider ist zu fett. Nein, ist sie nicht. So. Wie viele Liter sind das und wie viel Gramm? Ich habe doch keine Ahnung. Es ist im Tiefkühlfach. Ich gehe jetzt nicht gucken. Ich glaube, es ist... entweder ein halbes oder ein ganzes Kilo Eis. Also genug für einen Abend. So, das müsste eigentlich reichen, oder? Gerade so, ja. Knapp, aber passt. Man muss ja auch mal auf schmalem Fuß leben, ne? Okay, ich glaube, damit haben wir beide. Okay. Ich glaube, jetzt dürfen wir den roten Knopf drücken. Jetzt wird es Zeit dafür. Okay, ist startklar. Oh, was? Oh Gott! Stress! Oh, jetzt haben wir Stress. Jetzt haben wir Stress. Oh, nicht ruckeln, Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt bleibt der Aufzug stecken. Das wär's. Oh, Knöpfchen drücken.
Oh, dramatische Musik. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Flugangst habe? Oh Gott. Rocket Navigation Systems online. We're nearly there. It's just like your training. You can do this. Initiate launch procedure. Ist das jetzt auch noch auf Zeit? Was muss ich denn hier machen? Knöpfchen drücken. Ja, kann ich mir das Foto nicht angucken? Ich kann mir das Foto nicht angucken. Oh, ist das immer noch auf Zeit? Wir machen einfach mal alle an. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier tue. Ich drücke Knöpfchen. Hä? Ich verstehe es nicht. Warte mal. Eins, zwei, irgendwas. Hä? Was muss ich denn da machen? Zwei? Das ist Schritt vier hier. Was ist denn zwei? Oh Gott, die Zeit läuft ab. Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Und alles kaputt. Was ist denn Schritt 2? Rocket Navigation Systems. Ruined. Nein, wir kriegen das noch hin. Ich bin nicht im Flugzeug, ich bin in der Rakete. Also, Schritt 1, wie es da oben steht, ist erstmal die Knöpfchens hier umlegen. So, flip, flip, fertig. 2 ist irgendwas hier unten. Aber hier ist nichts, was ich antippen kann. Seht ihr das? Hier unten steht die 2. Oder das ist die 2 und danach muss ich schnell irgendwie die 3 aktivieren. Kann das sein? Nein, sie sagt nur, be a little more careful. Aber die 2 ist doch definitiv dieses hier. Nicht? Oder muss ich zurück? Ah. Okay, Resting Position. Jetzt kommt A und B. Oh Gott, A. Oh Gottchen. Das muss oben stehen. Und das dritte muss oben stehen. Und da müssen das dritte und vierte oben stehen. Okay. 4 ist dann dieses hier. Okay, fertig. 5 sind diese Schalter. Müssen die alle rumgelegt werden? Wahrscheinlich, ne? Achso, und wahrscheinlich aber auch noch alles inside. Okay, haben wir? So, die 6 ist... was ist die 6? Unter dem Schalter das Ding. Hier. Haben wir? 7... Muss das hier sein? Oh Gott! Was? Oh Gott! Wir fliegen! Acht ist gleich irgendwie das hier. Aber ich weiß noch nicht wann. Oh Gott, wir fliegen! Oh Gott! Woher weiß ich, wann ich weitermachen muss? Oh, es wird eine ruhigere. Oh, nein, es wird doch nicht ruhiger. Oh Gott. Okay. Wir sind im Weltall. Schaut mal.
All we know today is dust. If you can bring the MPT network back online, it could restore the hope humanity lost after the lunar colony fell. We could recover, rebuild, and most of all, start thinking about a future. You'll need to find the MPT transmitter at the Pearson Space Station. From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson, Claire. We need to head down to the shelter. These winds are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must... Was? Lasst mich doch nicht alleine. Wir sind allein. Wir haben keinen Funkkontakt mehr. Wir sind allein in einer Rakete auf dem Weg zum Mond. Allein. Ohne andere Menschen. Elfie, schlaf schön. Und vielen, vielen Dank nochmal. Und Firebro, danke schön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank dir. Aber wir sind doch da. Ja, aber ihr helft mir nicht, die Rakete zu fliegen. So, complete the second stage of the launch sequence. Okay, das bedeutet... Wahrscheinlich jetzt hier das von eben, ne? Nee, warte, was? Den kann ich gerade pullen? Kann ich noch irgendwas machen? Nee, es ist tatsächlich wieder der hier. Oh, was ist das? Oxygen? Brauche ich das? Hier fliegt gerade Sauerstoff weg. So, warte, das haben wir 8. 9 ist... der Schalter daneben. Das hier. Und die 10 ist dann das hier. Fly me to the moon. Okay, was ist die nächste Aufgabe? Dock to the station. Wie mache ich denn das? Out of... Oh, was? Was? Warte mal, ich rauf die Steuerung gerade noch nicht so ganz. So, drauf zu. Und hoch und... Nee, ich will runter. Runter. Das ist irgendwie... Hä? Aber wenn ich... ich muss erstmal gucken, wie das mit dem Andocken funktioniert, verdammte Axt. So, warte. Wir müssen erstmal nach unten. Und dann irgendwie hier hin. Ah, so. So. Und dann vorwärts. Nee. Hoch. Hoch. Langsam. Nicht zu viel Schwung. Runter. Bisschen runter. Nicht zu viel Schwung.
Fuck, Schwerelosigkeit. Aber das sieht ganz gut aus jetzt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Ein bisschen hoch. Oh, gleich macht's Peng. Na, perfekt eingepackt. Trecker ist doof, ne? Ja, ein bisschen. So. Ah gut, die Anweisung hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil das war ja eigentlich klar, ne? Ach du Scheiße. Ach du großer Gott, wir sind schwerelos. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ein Spiel ohne Gravitation und sie macht Isa trotzdem Probleme. Wie ich schon sagte, ich habe Flugangst. So, wir sind in der Station angekommen. Ui. Oh, ich sollte das nicht tun. Ich verliere doch die Orientierung. So, warte. Oh, warte. Können wir da oben in die Kuppel? Oh, guckt euch das mal an. Da ist die Erde. Ein Planet voller Staub. Hast du ja das Ganze für dich verliert? Das ist richtig. Fliegst nicht, Isa, du schwebst. Ja, ist ja egal. Also, A01 ist zurück in unser Dings. Da haben wir A02. Da haben wir, weiß ich noch nicht. Da haben wir A03. Wo fangen wir denn an? Wir kommen aus der 1, wir gehen mal in die 2. Oder auch nicht. Können wir in die 3? Nein. Okay, dann müssen wir wohl einfach geradeaus. Isa, dieses Spiel als VR. Ich habe leider keine VR-Sachen hier. Knöpfchen. Oxygen depleting. Was? No. Ich brauch Sauerstoff. Oh Gott. Fuck. Wo kriege ich denn jetzt Sauerstoff her, Mann? Ist das der Sauerstoff? Kacke. Dadurch, was ist das? Weiß man nicht. Oh Gott. Warte mal. Da flogen doch so Sauerstoffflaschen vorhin rum. Kann ich das nicht drücken? Muss ich das Ding hier erst loslassen? Oder mache ich einen auf Risiko? Hier ist bestimmt nirgendwo mehr Sauerstoff, oder? Gesperrt. Ah, so. Jetzt geht's auf. Sauerstoff. Oh, das gibt uns aber nicht für lange Zeit Sauerstoff. Oh Gott. Da hinten ist aber ganz viel Sauerstoff. Ah, aber immer nur einen gewissen Amount. Okay, das ist unsere Sauerstoffkammer hier. Karen, danke schön für deinen Follow. Mach's dir gemütlich. Guck mal hier, was ist das? Warte. Kann ich damit interagieren? Nein. So, schauen wir mal. Atmen wird überbewertet. Ja, nee, nicht so ganz. Ich
Ich fände das schon ganz hübsch, wenn wir ein bisschen Sauerstoff hätten zwischendurch. So, dich nehmen wir mit. Warte, das brauchen wir bestimmt für die Mitte. Das ist bestimmt unser Schlüssel für die Mitte, oder? Das sah nämlich auch aus wie so ein Pad, wo man das draufsetzen muss. Oder? Ja. Aber irgendwie nicht ausreichend. Nicht ausreichend. Was müssen wir noch machen? Na, geht er durch. So ein bisschen auf den Sauerstoff achten, müssen wir uns gleich neuen holen. Hier können wir gerade sonst nichts machen. Boah, das ist echt, also mit der Schwerelosigkeit, das ist echt ein bisschen speziell. Aber es sieht schon geil aus, ne? Es sieht schon echt geil aus. So, ich gehe uns mal neuen Sauerstoff holen. Passt doch dann mega zu der Isa. Speziell. Das hat aber jetzt nicht viel aufgefüllt. Das füllt ja immer nur 20 Sekündchen auf. Das heißt, ich muss den Spaß hier irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, wie wenig Sekunden lösen. Das ist aber eher kacke. Kacke. Was muss ich denn jetzt noch hier machen? Irgendwas hier ist noch nicht richtig, ne? Schon Robotics. Ja, was muss ich denn hier noch? Oh, kannst du... Oh, ich wäre gern wenigstens so einmal kurz gerade. was ist das? Reboot. Ja, eins haben wir. Das... Kann ich das auswählen? Ah, ich kann das auswählen. Not enough power to reboot life support. Damn it! Warte, hier ist das zweite Ding, sie. Wenn ich das jetzt hier rausnehme und da reinsetze, hilft das aber auch nicht, ne? Kann ich es jetzt rebooten? Nee, wir brauchen zwei davon. Wo kriege ich das zweite her? Ich kann mir ja nicht das hier von hier vorne mopsen, weil dann geht ja die Tür wieder zu, oder nicht? Wenn ich dich hier rausnehme, geht natürlich die Tür wieder zu. Dedem. Wir brauchen noch so ein Teil. Wo ist noch so ein Teil? Svenny, schlaf schön. Kannst du beim Sauerstoff die beiden Spins öffnen? Ich guck gleich mal. Erstmal fülle ich den Sauerstoff wieder aus. Auf, und das ist auch das Letzte, was wir haben. Oh ja, tatsächlich, man kann Schränke öffnen. WSA Internal Mail. This side up to Copernicus Moon Hub. Issued for Space Elevator Drop. Oh. Ich glaube, die Batterie war gerade leer. Welche können wir noch öffnen? Oh, boah, Vorsicht. Ne, es ist aber nur einer, den wir öffnen können, leider. Da ist nicht das drin. Oder? Kann ich das öffnen? Nee. Kann ich nicht öffnen. Ist nicht das, was wir suchen. Aber man kann Dinge öffnen. Haben wir noch irgendwo einen Spind übersehen vielleicht? Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss schief gucken, weil ich so in der Luft hänge. Da ist noch ein Spind. Da ist aber nichts drin. Da ist noch einer. Ah, Sauerstoff. Aber nicht das, was wir suchen.
Nicht das, was wir suchen, leider. Oh, jetzt sind wir komplett schief. Habe ich was übersehen? Was habe ich denn übersehen, dass ihr alle blind postet? Hat man einen Kopf, die so schräg, das ist nicht gesund. Ja, es tut mir leid. Warte. Gerade, ob wir hier vorne noch so ein Teil finden. Oh Gott, wir haben nur noch 1:30. Das ist nicht lange. Hier sind aber überall keine Schränke mehr. Da ist auch nichts drin. Warte. Warte. Da lang. Ja, nee, wenn ich die Zelle hier aus dem Durchgang rausziehe, dann geht die Tür wieder zu. Dann komme ich hier nicht mehr rein. Das hilft mir nicht. Das habe ich ja eigentlich auch erst überlegt, aber das hat nicht funktioniert. Dann geht die Tür einfach zu. Shit. Ja, noch 45 Sekunden. Wir sind so gut wie tot. Weil ich verdammte Axt nicht weiß. Warte mal, gehen die Fächer da unten auch auf? Hier ist eins offen, aber... Ja, Musik wird dramatisch. Und gleich sehen wir nicht mehr viel, weil wir werden matschig im Kopf ohne Sauerstoff. Ja, schade. Aber siehst du, wenn ich das hier rausnehme, geht die Tür hier zu. Ha. Ha. Wo könnte das zweite Schlüsselteil sein? Und wo starten wir jetzt? Na, wir starten hier. Noch ohne Sauerstoffprobleme. Jetzt wieder mit Sauerstoffproblemen. Damit können wir nicht interagieren. Uff. Da war der Schlüssel. Gib mir das. Warte. Wo musste ich nochmal lang? Hier? Nee. Fuck. Jetzt ist es soweit. Ich habe die Orientierung verloren. Nee, da kommen wir her. Da müssen wir lang. Oh. So. Wo waren die Schlüssel? Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, wo die Schlüssel waren. Oder der eine, den wir bisher gefunden haben. Wir haben leider nur einen gefunden. So, Sauerstoff ist gerade noch ganz gut. Nicht zu viel nehmen. Da ist die Box. Die konnte man nicht öffnen. Da kommen wir nicht durch. Das ist die andere Seite. Nicht so viel reden, das kostet alles Sauerstoff. Ja. So, da ist Schlüssel Nummer 1. So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr den zweiten Schlüssel gesehen? Oder wolltet ihr mich nur trollen mit den Blinds? Ich versuche mich mal gerade irgendwie so... Okay, never mind. Das mit dem Drehen funktioniert nicht. So, Nummer 1. Wo
Wo finden wir jetzt Nummer 2? Möglich. Möglich ist keine Antwort, Tim. Soviel zum Thema. Ich drehe mich mal richtig rum. Jetzt sind wir genau entgegengesetzt. Yay. Wir haben den alle schon gesehen. Ja, toll. Ja, toll. Aber wo ist er? Wo ist der? Das sind keine Schlüssel. Das sind irgendwelche Päckchen, die hier rumdümpeln. Oh Leute, das hat manchmal echt Kacke. Oh warte, was ist das? Warte, was ist das für ein Ding? Oh, ich habe eine Idee. Jetzt kommt's. Da hat die aber lange für gebraucht. Ich sag euch, ey, morgen habe ich Nackenschmerzen. Garantiert. So. Reboot. Activating life support. Backup power. Luft. Life support systems online. Oxygen levels rising. Sehr schön. Sauerstoff Easter. Station power very low, MPT network offline. Okay, assess station power inside the control center in the Libra wing. Bring life support system back online. Ja, gibt's auch. Kann ich auch. Ich würde gern die Schwerkraft einschalten. So. Ist das im Bereich des Möglichen hier? Danke, Harley. Hier ist immer noch Schicht im Schacht. Oh Gott. Geh da wieder runter. Gehen wir mal drüben gucken, hat sich da was geändert? Können wir da jetzt irgendwo durch? Bist du jetzt offen? Nein, du bist nicht offen. Space Elevator offline. Wenn ich das da jetzt rausnehme, ne? Geht das dann hier wieder aus? Okay, nevermind, ich kann es nicht mehr rausnehmen. Gehen wir mal durch den großen orangenen Tunnel nach unten. Eigentlich wollte ich ja schon seit 11 Minuten gehen. Aber wolltest du um 12 im Bettchen sein? Central Hub. Ich glaube mal, da müssen wir gleich durch. Was haben wir hier noch? Durch den Rest kommen wir gar nicht durch, oder? Geht die Tür hier auf? Nee, die geht nicht auf. Noch nicht, weiß es nicht. Expedition Team, do you copy? Copy control, we're all set. Ready for descent. The MPT network is still down, so expect the lights to go out as you descend towards Copernicus. Thanks for the heads up, Pearson. Remember, Sarah, our oxygen here in the station is limited. After arriving, you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPT network back online. If you're not back by then, we'll have to evacuate without you.
We hear you, Control. Rolf, you ready? I am. And don't worry, Control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Let's find out how they've been holding up down there. Alex, commence descent protocol. All systems go. Descent in 3, 2, 1. Descent engaged. Godspeed. Die haben anscheinend 2 Tage nach dem Blackout schon mal Leute hier hochgeschickt, die keinen Grund dafür gefunden haben. Oder ihn nicht innerhalb von 40 Minuten gefunden haben. Das heißt, vermutlich werden wir hier noch Leuchten finden. Tippe ich jetzt mal. Was ist das? Stopp, was ist das? Was? Warte, lass mich. Nein, runter. Nee, nicht hoch, runter. Man kann es nicht untersuchen. Okay, es ist nur ein Aufnäher. Aber das da ist was. Pearson Space Elevator. The Pearson Space Elevator improved the logistics of getting people and supplies to and from the moon. When the 2054 blackout occurred, station crew members Sarah Baker and Rolf Robertson were sent down the elevator to investigate the blackout on the moon's surface. Due to the station's emergency protocol, that time was extremely limited. Ach so, die waren hier oben auf der Station und sind quasi auf die Oberfläche des Mondes geschickt worden. Okay, ja. Nun, da alles immer noch offline ist, war das wohl nicht von Erfolg gekrönt. So, damit ich mich jetzt nicht mehr verlaufe. Noch einmal bis zum bunten Aufnäher. Da. Und dann müssen wir, glaube ich, hier raus. Weil von hier kommen wir nicht, oder? Nee. Und jetzt müssen wir, warte mal. Es heißt Station Power inside the Control Center. Control Center, Control Center. Verlaufe. Ja, verschwebe. Bevor ich mich verschwebe. Besser? Shit, ist das jetzt der Tunnel, aus dem wir kommen? Oder sind die einfach alle orange? Oh Gott. Oh, guck mal, da steht Libra. Das scheint der richtige Weg zu sein. Glaube ich. Denke ich. Sleep Quarters. Oh, das sind die Schlafquartiere. Crew Quarters. Nein, ich muss aber nicht zum Sleep oder Crew Quarters. Ich muss zum Energie-Ding. Hier bin ich falsch. Kann ich da durch? Ja. Da ist das Control Center. Und da ist das Quartier von Rolf Robertson. Oh, da können wir sogar rein. Oh, können wir durchs Teleskop gucken? Yeah. Aber nicht so. Das ist die Erde. Obelexos, alles klar, schlaf schön. Yay, eine Stabkugel. Oh, Moonbier. Oh, weil wir so lange durchgeguckt haben, haben wir... Nein! Nicht, weil wir so lange durchgeguckt haben, weil da ein Mondbärchen kommt. Oh. Zoom mal ran, Isa. Ich kann nicht ranzoomen. Ranzoomen geht hier nicht. Wir können nur durchgucken. Our beautiful blue pearl. Cryosleep machinery. After the cryosleep generator in the Eugene's research facility malfunctioned in 2048,
Mariah's search for answers led her to investigate what remained of the machine. Unable to determine the exact cause of the malfunction, she sent this fragment to Pearson Space Station mechanic Ralph Robertson for assessment. Okay, er hat es also untersucht, um diese Ursache herauszufinden. Dear Mr. Robertson, I'm one of the few survivors of the Eugene's cryosleep malfunction. I've recently come across a fragment recovered from the cryo generator and was hoping you could inspect it. Also, is there any way I can get my ASE to project holographic data from that day? I want to find out what really happened at Eugene's. Sie hat ihn also tatsächlich auf Anraten von Sarah, hieß sie ja, glaube ich, ne? Von Sarah kontaktiert. Biggest YK, hi. Guten Abend. Dear Miss Gonzalez, I've inspected the generator fragment you sent over, but I can't find anything conclusive. As for holographic data, it's unfortunately location-based. Holograms can only be projected where they occurred. If the Lunar Council ever clears access to Eugene's again, I think the best thing to do is to bring your ASE and check the holographic data that's there. Ah, okay. Also das wäre ortsgebunden mit den holographischen Daten. Hier können wir uns nichts anschauen. Habe ich noch was übersehen? Das ist die Schlafkammer anscheinend. Da ist auch noch irgendein Magazin. Moonman First Contact Backside. The astronaut docks into a rundown space station on his way to the moon. In it, he discovers clues of an old friend. Convinced that they may still be alive on the moon, he doubles his efforts to reactivate the space elevator in a race against time. Okay. Ist im Weltall, macht es beruflich und liest auch noch Bücher darüber. Alles klar. Kommen wir hier überhaupt schon rein? Nee, da brauchen wir noch... Wir brauchen noch irgendeinen Code fürs Control Center. Umaru, schlaf schön. There you go, buddy. Almost there. We'll touch up your paint job later, don't worry. Are you ready to go? We've almost got the elevator running again. Yeah, just patching up Alex before we head down. Are you bringing that thing along? Of course. We'll need all the help we can get. Besides, you wouldn't have made it to that airlock if it hadn't been for him. This MPT blackout can't be just a glitch, Rolf. Everything is still dark down there. Last time there was an outage. Did you hear the message from Earth? No. What did they say? They can't even send ships up here anymore without the MPT. It's crazy, right? We're the only ones able to investigate the blackout. Sarah? Guys, down to the surface ASAP. We don't have much time. Okay, let's go. Das ist schon schlecht, wenn man nicht mehr Schiffe für Reparaturarbeiten nach oben schicken kann, wenn man dann komplett auf dieses eine System für die komplette Energie für die ganze Erde angewiesen ist. Oh, wir können Gitarre spielen. Warte. Warte auf die Trophäe dafür. Und es verändert sich ja gerade auch die ganze Zeit noch.
Okay, es passiert vielleicht doch nichts. Ich habe fast damit gerechnet, dass man vielleicht auch eine Trophäe dafür bekommt. Ice Prime, danke fürs Follow, mach's dir gemütlich. Und das Heiko, guten Abend. Oh, guck mal, hier können wir. Oh, hier können wir bis runter zum Mond schauen. Bin gespannt, ob wir auch mit dem Aufzug nach da unten düsen. So, was haben wir hier? Council Member Laverde. The MPT is still offline. What's going on? Backup power is finally running up here at the station and we are preparing, we are repairing the Pearson elevator to take us down to Copernicus Moon Hub. To provide any assistance, you might need to bring the MPT back online. We are coming. Please be safe. Sarah Baker. Okay. Da hat sie versucht, die unten nochmal zu kontaktieren, aber anscheinend hat niemand geantwortet. Was ist das? ESE Behavior Update. Was ist denn das für ein süßer Sticker da oben? Und warum steht denn da ASE loben? ASE Behavior Update 2.0. Wieso hat sich denn jetzt Siri angesprochen gefühlt? Was ist denn bei dir kaputt? Ah, guck mal. Reminder. Warte, warte. So geht's nach oben. They've changed the code again. New code is 2539. Nun, das ist auch Sinn und Zweck, dass man das 2 Meter entfernt von dem, von der Tür, die geschützt werden soll, fett an die Tür, an die Wand klebt, ne? Das macht Sinn. Nee, nicht die Dame mit A. Siri hat sich angesprochen gefühlt. Nicht wieder direkt innerhalb von 2 Sekunden vergessen. Warte, was? 2539. Oh, Langzeitgedächtnis und so. 2539. Okay, das ist die Control Station. Was mache ich jetzt hier? Run Power Diagnostics on the Control Center's Mainframe. Das ist Orion, das ist eins weiter, ne? Wir sind jetzt gerade bei Libra. Was ist das hier? Oh ja, Diagnose. Pearson Space Station MPT Transmitter and Receiver online. Connection to MPT Network not established. Contact Moonbase. No connection with Moonhub. Space Elevator to Moonhub offline. Additional energy required. Rotate station for additional power. Was? Station rotation engine offline. Okay. Das heißt, reach Aries Wing through the Orion Wing. Ach du großer Gott. Wir müssen noch 2 Flügel weiterkommen erstmal. Und dann die Station rotieren, damit wir Energie beziehen können. Aus diesem Grund, Isa. Psst! Warte, mit irgendwas konnte ich doch gerade interagieren. Da. Councilmember MacArthur. In the past few months, my team and I have encountered problems with construction material shipments. We are supposed to be finished with the Orion Wing by now, but again we've missed our milestone due to shipments being repeatedly cancelled. When can we expect the Lunar Council to approve further shipments? The Lunar Council has decided to shift resource priorities around because of new construction on the moon. For the time being, I recommend you make do with what you have. We all do down here. New construction? Is the Eugene's facility finally being repaired? It's about time that place opened up again. There's too much knowledge buried there since the cryosleep malfunction.
Suffice it to say that while the construction project is classified, it does not concern Eugene's access to the Eugene's research facility remains restricted until further notice. Okay, die haben hier irgendwie auf Bauteile gewartet, um den Orionflügel weiter auszubauen. Aber der Rat hat beschlossen, die Ressourcen anderweitig zu verwenden, wollte Sarah aber nicht verraten, wofür. Oh, was bist du denn für ein Nupsi? Hallo, Nupsi. Damit können wir nicht interagieren. Oh Gott. Warte. Was ist das? Können wir nicht genau untersuchen. Oh, können wir aber wegschubsen. Dreh dich. Ja, warte, so. Besser. So. Orion Wing. Research and Development. Okay. Das sind die äußeren und inneren Baupläne, die allerdings nicht sonderlich detailliert sind. Die werden uns auf jeden Fall nicht als Wegweiser dienen. Als ob man in der Schwerelosigkeit ohne Probleme eine Karte lesen könnte. Du drehst dich ja sowieso dauernd auf den Kopf und weißt nicht, wo du lang musst und wo rechts und links ist. Da hilft dir auch keine Karte. Was bist du? Da kann man irgendwas reinstopfen. Irgendwas kann man da reinstopfen. Was haben wir hier? Space Tech Magazine. Reflections on the... Ich weiß gar nicht, ob Eugene's überhaupt richtig ausgesprochen ist. Ich sag's einfach so. Eugene's Cryosleep Malfunction. An interview with Dr. Rosa Laverde Backside. In this edition, we interview WSA Lunar Council member Dr. Rosa Laverde about the cause of the 2048 Eugene's Cryosleep Malfunction and how we can avoid this type of catastrophe in the future. Er hat so die zwei erinnert ein bisschen daran, ne? Warte, ich versuche mich wieder richtig zu drehen. Das ist schwierig. Es funktioniert nicht. So, hier haben wir auch nichts mehr zum Untersuchen. Was ist das da drüben? Können wir es antatschen? Sieht aus wie ein antatschbares Kontrollfeld, aber es ist... Nein, es ist nicht antatschbar. Hier ist auch nichts zum Antatschen. Das sieht aber aus, als wäre es... Ja, guck mal. Evacuation procedure. In case of an emergency, please pay attention to the following guidelines. All personnel assemble at orbital elevator for facility evacuation. Wenn man sich schon auf dem Klo festschnallen muss, dann muss man sich zum Kater schauen halt auch festschnallen und sie in die Hand nehmen. So, Space Station Evac Notice. Travel to Moon Hub. Full elevator lockdown. You have plus minus 1 hour before departure. Please leave your possessions behind. Moon Hub Evac Notice. Travel to Space Station. Full elevator lockdown. You have plus minus 1 hour before departure. Please leave your possessions behind. Make sure to wear a space suit. If both facilities are in emergency state, report to your station operator for evacuation instructions. Backside, Pearson, Copernicus, Elevator, Evac Notice. Das ist ja auch geil. Man muss jeweils zum anderen rüberfliegen, wenn das eine kaputt ist. Wenn beide kaputt sind, soll man sich an den Station Operator wenden. Und der weiß dann auch nicht, was zu tun ist wahrscheinlich. Der sagt dann, jo, Leute, beides kaputt. Wir haben kein Schiff hier, wir sind im Arsch. Ich werde morgen sowas von Nackenschmerzen haben. Es sind zwei Raumanzüge hier. Und zwei fehlen. Gut, das werden Sarah und Rolf sein. Aber hier sind nochmal zwei. Ob das die Ersatzanzüge waren oder ob doch noch mehr Leute hier waren. Ich bin halt gespannt, ob überhaupt noch irgendwer lebt. Ne? Man hat halt 5 Jahre nichts von denen gehört. Space Station Robot Arm, was tue ich hier? Running Default Program.
glaube, ich öffne Schlösser. Dieses Schloss? Nein, anscheinend nicht. Was? Welche Tür habe ich jetzt gerade aufgesprengt? Oh. Knöpfchen drücken. Oh nein. Oh nein. Das ist natürlich noch nicht fertig gebaut. Deswegen ist auch kein Sauerstoff hier. Was ist das? Was ist das? It appears that the plasma cutter can be safely removed from the sever arm and then attached to a socket on the right hand glove. Oh, wir haben einen Laserschneider! Wir haben einen Laserschneider. Uns kann nichts mehr aufhalten. Vielleicht sollten wir damit aber nicht die Außenwand berühren. Das wäre doof. Dann wären wir eventuell... RIP. Fum. Fum. Sesam, öffne dich. Achso, ne, die haben wir schon durch. Müssen wir die noch durchschneiden. Der Laserschneider ist kaputt. Oh. Na, geh da durch. Oh, warte. Oh, wie nice. Warte, warte. Nein, nicht so schnell, nicht so schnell. Warte, 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 warte. Jetzt können wir auch die Schlösser von den Truhen öffnen. Was ist da drin? Nix. Ich glaube, es war eine Flasche Sauerstoff drin, die ich etwas schnell eingesammelt habe. Aber da war doch gerade noch irgendwo eine Kiste. Oder? Mich verguckt. Warte, von da kommen wir. Da ist Kiste Nummer 1. Egal, wir gehen ja erstmal weiter. Komm ich hier durch? Oder bin ich da zu dick für? Komm schon. Komm schon. Oh ne, es geht nicht. Ich glaube, wir sind zum Mappy. Kann ich hier irgendwas... Ah, da oben kann ich was aufschneiden. Nicht gereicht zum Aufschneiden. Müssen wir alle aufschneiden. Jetzt geht's. Nein! Ah, lass mich da durch! Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ich brauche Sauerstoff. Ich sehe aber keinen Sauerstoff hier. Oh Gott. Aber noch nicht genug Sauerstoff. Tür. Ground control to Secuna 1. We're still not reading anything from the MPC. Is everything under control up there? Kannst du bitte aufhören, mir Stress zu machen? Der Job an sich ist schon kompliziert genug. Hauptsache, wir haben wieder Sauerstoff. Füpse sind nicht dick, sie sind flauschig. Das ist richtig. Assembly in Section 3C now. Copy that. Do you think we'll finish construction anytime soon? Council claiming more supplies each week? I doubt it. I'm surprised we got this past MacArthur in the first place. Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? All the lights are shutting down. Are you
you all right, Rolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark out here. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Rolf, not now. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Ob er es geschafft hat. Da fliegt ein einzelner Helm rum. Und hier ist der dazugehörige Anzug, also keine Leiche. Das ist schon mal ein Anfang. Was haben wir hier? Order Request Form. Destination Pearson Space Station Request Orion Wing Expansion. Life Support Extension Panel. Motor, Pipes, Material, Shielding Component. Okay, das sind ganz viele verschiedene Bauteile einfach für den Orion-Flügel. Von Sarah angefordert. Order denied. Reminder. All construction material orders need official Lunar Council supervision and approval before shipments are sent and delivered. Questions or complaints can be deposited at your WSA lead or sent to order@worldspaceagency.com. Signed by Council Member William Arthur, MacArthur. Bitte wenden Sie sich an den Support. Die haben die hier halt einfach auf dem Trockenen sitzen lassen, ne? Wie Isa unbedingt Leichen finden will, willst du über irgendwas reden, Isa? Naja, es erinnert mich halt... Also es ist nicht so creepy wie Soma, weil es, du hast hier keine Viechers. Noch nicht. Ich weiß ja noch nicht, ob das noch kommt. Aber ja, es ist ja nicht auszuschließen. Ich meine, hier haben Leute gelebt und gearbeitet und alles ist ausgefallen und wir kommen auf diese Space Station und es ist kein... Wir haben noch keinen einzigen Menschen gefunden und irgendwo müssen die ja sein. Irgendwo müssen sie ja sein. Also ob sie jetzt lebendig sich irgendwo hingeflüchtet haben oder ob wir hier irgendwann schwebende Körper finden. Ich weiß es halt noch nicht. Weg sein können sie nicht einfach. Orion Wing Plate. Though operational, the Pearson Space Station was never completed. Sarah and Rolf oversaw construction of the final wing until Lunar Council member MacArthur suspended shipments of material such as this panel, diverting all resources to a classified project on the moon. Ja. Die Space Station hier ist niemals fertig geworden. Die zwei hier haben zwar versucht, das irgendwie fertig zu kriegen, aber weil dieser MacArthur halt das ganze Material nicht an die geschickt hat, sondern für irgendein Geheimprojekt auf dem Mond, sind die halt nie fertig geworden. Vielleicht wurden sie atomisiert? Man weiß es nicht, ne? Ja gut, das wäre vielleicht auch... Man weiß es nicht, ne? Vielleicht finden wir es noch heraus, was mit denen geschehen ist. Was ist das denn? Es britzelt ein bisschen ungut. Ich fürchte, dass diese Tür nicht aufgeht, oder? Nope. Diese Tür geht nicht auf. Und wir müssen wahrscheinlich irgendwie durch dieses Gebritzel durch. Und wenn wir das jetzt einfach so machen, dann sind wir tot. Cut in Emergency. Ich würde sagen, das hier ist ein Notfall. Ah, oh, wow, jetzt ist das Licht auch noch rot. Willkommen in Alien Isolation. Oh, hier britzelt aber... Oh Gott, hier britzelt ganz schön viel. Oh Gott. Oh Gott, Augen zu und durch.
Oh, wir haben den Strom abgestellt. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh, lass mich hier durch. Na komm schon, lass mich hier durch. Ist da eine Fensterscheibe vor und ich sehe sie nicht? Das ist doch offen. Okay, vielleicht ist es wirklich... Das ist ein sehr sauberes Fenster. Die wurden zu einer neuen Lebensform. Ey, was? Lass mich... Ich muss da... Lass mich da durch. Hier ist kein Fenster. Danke. Life Support Systems. Ah, da können wir die vielleicht wieder anschalten. Okay, das, die Zeit fliegt in diesem Spiel. Haha. Der wird zwar nicht beabsichtigt. Mit sauberen Fenstern kennt sich Isa nicht so aus. Das ist vollkommen korrekt. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Meine Fenster sind alle verziert mit Hundenasenkunst. Vor allem die Autofenster und die Terrassentür. So, provide power to the station rotation engine. Okay, das heißt, welcher ist das? Woher weiß ich jetzt, welcher hier für Rotation zuständig ist? Sind hier Schilder angebracht? Woher weiß ich denn jetzt, was hier der richtige ist? Oh, da. Rotation Engine. Okay. 4 Schlüssel brauchen wir dafür noch. Uff. Mom, schlaf schön. Gute Nacht dir. Was habe ich jetzt gerade ausgeschaltet? Irgendwas habe ich dadurch ausgeschaltet. Ich glaube, das Licht teilweise, ne? So, 1... Sauerstoff, oder? Ist das Sauerstoff? Nee, was ist das? Das sah gerade aus wie Sauerstoffflaschen. Ist das irgendwas? Was ist, was tut es? Weiß nicht. Kann man dich jetzt drehen? Nein, kann man nicht. Was mache ich denn jetzt hiermit? Da hinten ist ein Schlüssel. Kann ich mich hier irgendwie durchschlängeln? Drüber schlängeln? No. Ozzy, hello. Hundenasenkunst, jetzt habe ich heute schon 2 neue Worte gelernt. Dickhäuterfeind, ja. Dickhäuterfeind, ne, ist ja der Fachbegriff für Leute, die von Elefanten totgetrampelt wurden. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie da hinten an das Nupsi kommen. Aber ich bin mir noch nicht genau sicher, wie ich das tun sollte. Irgendwas muss man hier da machen können mit diesen Teilen. Die blinken halt auch alle so. Oh, warte. Oh, lull. Ich kann sie alle durchschneiden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ne? Aber in einer fliegenden Raumstation... in der ohnehin viel nicht so ganz fit ist, auch noch alle Kabel durchzuschneiden, weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. Lass mich da hin. Shit, shit, geht nicht. Ich kriege heute noch einen neuen PC. Yay. GZ.
Oh, jetzt ist es wahrscheinlich gleich, haben wir genug Schlüssel und Energiezellen vorne drin stecken. Und dann heißt das Fehler. Zu viele Kabel defekt. Na toll. Das heißt, wir haben entweder den Rotation Engine oder den Life Support. Das sind ja tolle Aussichten. Oh Gott. Nein! Mir geht's noch gut, mir geht's gut. War nur, ich hab mir nur kurz eine gewischt. Life Support, Energy Supply, 20%. Ja, schön. Jetzt schneiden und fliegen. Yay. Vorsichtig. 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 Ah, no. Nein. Damn it. Nein, vorsichtig. Oh Gott, ich sehe ja nichts mehr. Es ist alles brüsselig. Oh, Kacke. Ich bin gerade ein Ping-Pong-Ball zwischen Strom. Wenn ihr geil, guten Abend. So, nochmal ganz vorsichtig. Nein, darüber noch weg. Aber nicht so weit daran. Jetzt langsam runter. Langsam runter. Und durch. Puh. Ah, gleich haben wir keinen Sauerstoff mehr. Power fully redirected from life support to rotation engine. Access control center to activate engine. Life support failure. Life Support Failing ist schon mal eher so ein schlechtes. Ja, das wäre echt kacke. Wo sind wir? Oxygen Reserves Critical. Okay, ja. Got it. Muss nur wieder den Weg zum Life Control finden. Dingens Control Center. War das hier? Oder ist das jetzt die falsche Richtung? Doch, das ist Libra. So, hallo Libra. Sleep Quarters. Quarters. Das war hinter den Sleep Quarters, ne? Ja. Control Center, da ist es.
Na, komm schon. Das würde ich das jetzt nicht nennen. Komm schon, komm schon. Oh, shit. Gib mir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff. 17 Sekunden noch. Oh, das ist. Ja, ich weiß. 13. Oh Gott. Oh, das sind 2, 3, 4. Oh. Gut. Nein, nein! Oh, das war doch Absicht. Spiel. Oh, wie frustrierend. Ich hab mich gefreut, dass da 4 Stück sind. Jetzt? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg gerade? Ich hoffe. Ich muss da hinten rein, ne? Das sieht gut aus. Oh Gott, schaffe ich das in 29 Sekunden? I don't know. Ich glaube eher nicht. Da ist doch Sauerstoff. Das hat mir nur 10 Sekunden insgesamt gebracht. Komm schon. Es muss reichen. Es muss reichen. Komm schon. Komm. Komm. Rein und... Wie mache ich das zu? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier und den großen roten Knopf. Just in time, ja. Das Spiel spielt aber auch ganz gut damit, diese eingebildete Atemknappheit oder Luftnot zu erzeugen. Hast du Puls? Bisschen.
Gravity Control. Retrieve an ASE unit to gain access to the MPT control center. Oh, wir müssen uns unsere eigene ASE unit holen. MPT network offline, station power very low. Run diagnostic at MPT control center. Dolphine, guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Was habt ihr gemacht? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Abend. Und Tommy, schlaf schön. Serrano, guten Abend. So, ich gucke mich ja erstmal kurz in dem Raum um. Aber wir können herzlich wenig machen, wenn die Türen zu sind. Assassin's Creed Odyssey. Oh, sehr schön. Sehr schön. Würde ich auch gerne weiterspielen, aber meine Capture-Card ist kaputt. Deswegen wird es erstmal nichts. Oh, guck mal. Erst war der Host, jetzt kommt der Raid. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. und Benny. Guten Abend. Wird sie repariert? Nö, die ist Fritte. Die ist Fritte. Ich habe aber, ich habe noch eine hier, die noch nicht eingebaut ist, die in den Streaming-PC kommt, den ich jetzt fertig machen will. Und Bruno Sof, guten Abend. Ich dachte, Raid hat nicht geklappt, weil nichts angezeigt wurde. Ne, jetzt kam beides hintereinander. Danke dir. So, wir öffnen mal. Öffnen nicht. Öffnen nicht die Tür. Ist jetzt eine Tür aufgegangen oder nicht? Ah doch, es ist eine aufgegangen. Und Mental, guten Abend. Copernicus Moonhub, 5 years after the blackout. Für alle, die gerade neu dazugekommen sind, also wir spielen gerade Deliver Us the Moon, Fortuna. Ein Indie-Game, falls ihr das nicht kennt. Es geht im Prinzip darum, dass die letzte Energieressource der Menschheit auf dem Mond erzeugt wird, nennt sich Helium-3 oder wird da geerntet, so rum, muss man sagen, und wird dann quasi auf die Erde transferiert. Aber vor 5 Jahren hat es einen Blackout gegeben. Da ist die komplette Verbindung zum Mond abgebrochen. Dadurch hat die Erde keine Energie mehr und es sieht ziemlich bescheiden aus. Und wir sind jetzt alleine hochgeschickt worden zum Mond, beziehungsweise der Mondstation, um herauszufinden, woran es liegt und die Verbindung wiederherzustellen. So, das ist das Spiel hier. Also mal eben die Welt retten. Genau, ja, das fasst das quasi zusammen. Mal eben die Welt retten, ganz alleine. Wir wissen auch... Ah, hierfür brauchen wir ein ASI. Wir wissen auch tatsächlich eigentlich gar nicht, warum wir alleine hochgeschickt wurden. Also ich frage mich halt so ein bisschen, warum man eine einzelne Person alleine auf so eine Mission schickt. Aber es ist, muss man sagen, es ist ein sehr, sehr cool gemachtes Spiel. Gucken wir mal gerade, was können wir hier machen. ASE, the software behind your faithful companion, written by Eric Range. Nee, warte, was? Nein, warte. Ach, Siri, halt die Klappe. Ist das nicht, haben die den Namen extra hier so mit eingeflochten und so? Das ist ja geil. Manny, danke dir fürs Follow, mach's dir gemütlich. Ja, offenbar. Ja, cool. Das ist geil. Wahrscheinlich dann, nachdem er das so krass supportet hat, ne? Das ist natürlich geil. Das ist eine coole Geste. So, Backside. Dear Sarah, I found this book and thought you might like it. Please accept it as a thank you for all the emotions you programmed into my ASE. May this book inspire you to program many more. With kind regards, Rosa Lovert.
Oh, wisst ihr, was mir jetzt erst auffällt? Wir haben hier unten wieder Schwerkraft. Oh, ist das toll. Wir haben wieder Schwerkraft. Wir dümpeln nicht mehr planlos durch die Gegend. Konnten wir mit dem Computer einzeln nicht, ne? Nee, konnten wir nicht. Und Tersidine, danke fürs Follow. Mach's dir auch gemütlich. Ist die oft weg? Na, eben auf der, auf dem oberen Teil der Raumstation hatten wir die ganze Zeit keine Schwerkraft. Und das war speziell. Schwierig. Also vor allem für mich, weil ich bin ein Mensch ohne Orientierung. Und wenn mir dann auch noch der Boden unter den Füßen fehlt und ich mich frei in der Luft drehen kann, wird es halt nochmal eine Ecke schwieriger. Von wem ist das Spiel? Von dem Entwicklerstudio Keoken. Schrecklich, so planlos wie gegen zu schweben. Es ist interessant. Man muss halt damit klarkommen, dass man teilweise Kopf überhängt. Ich habe, glaube ich, auch schon ein bisschen Nackenschmerzen, weil ich eben die ganze Zeit versucht habe, so mitzugucken, wo ich mich hindrehe. Aber es klappt ganz gut. Und Northern Carpenter, danke dir auch fürs Follow. Wir sind Holländer, genau. Hello? Hello? It seems empty. Where is everyone? I have no idea. I've never seen the base like this. Is Alex getting any heat signatures? No, nothing. This can't be right. I'll go downstairs, see what I can find. Sarah, we'll figure this one out. And thank you, both of you, for saving me when the blackout hit. I know I, Expedition team, you must be at the surface by now. Remember, you only have 40 minutes down there. Copy that, Pearson. Don't mention it, Rolf. Can you check out the control center and see what's wrong with the MPT? Will do. Keep your comms on. I'll update you when I find something. Also, hat Rolf es anscheinend überlebt. Und ist noch durch die Luftschleusen durchgekommen. Ich kenne das Problem auch mit Boden unter den Füßen. Ja, ja. So, Storage. Council. Oh. Council Private Quarters Isaac Johansson. Oh, Lead Lunar Engineering, MPT Supervision. Ah, guck mal, hier ist von Claires Vater die Unterkunft. Kathy's Place. Isaac was devastated when he learned of his wife's death in a dust storm on Earth in 2049. Unwilling to keep his daughter exposed to Earth's worsening conditions, he summoned them to join him on the moon. Claire refused out of concern over Kathy's health and looked after her sister until Isaac exerted his influence to gain legal guardianship over Kathy. Kathy was brought to the moon soon after. Der hat das gegen den Willen der Schwester gemacht, halt ehrlich. Das ist nicht so nett. Und hier schon wieder Fluoxetin, Antidepressiva. Dann scheint das aber zu Kathy zu gehören, ne? Wir haben es ja jetzt hier gefunden und im anderen Quartier unten. Dann scheinen die irgendwie zu Kathy zu gehören. Und Ral Knoder, danke fürs Follow. Und Bruno Sof, dir auch vielen, vielen Dank. Macht's euch gemütlich. Vielen, vielen Dank. Guck mal, sie hat die Wand angemalt. Mehr ist hier aber, glaube ich, nicht, ne? Da ist noch ein Bild. Oh, das können wir anschauen. Me, Rosa, ASE, Teddy. Ist eine Leiter oder sowas? Nee, das scheinen Schubladen zu sein, keine Leiter. Oh. Wie ist der Name nochmal? Jetzt sehe ich's. Okay.
warte. Darf ich dann Gummibär sagen? Sonst stolper ich, glaube ich, immer über den Namen. So. Ich wollte hier nochmal gucken. Storage ist komplett zu, ne? Kommen wir gar nicht rein. Nee, kommen wir gar nicht rein. Bei Isaac waren wir gerade drin. Und wer wohnt hier? MacArthur. Ach, der die ganzen Lieferungen für dieses komische geheime Bauprojekt auf dem Mond an die Space Station verhindert hat. Warum hat der ein Doppelbett? Warum hat der so eine Deluxe-Villa? Ich meine, guckt euch mal den Vergleich an. Selbst wenn man jetzt bei Isaac reingeht, der halt der leitende Dude hier ist. Oh, sorry, der hat auch ein Doppelbett und ein Sofa. Okay, never mind, ich habe nichts gesagt. Das mit dem Doppelbett ist mir hier gerade eben nicht aufgefallen. Weil die Unterkunft hier schon ein bisschen luxuriöser irgendwie aussieht. World Secret Service, okay. This is to certify that Chief Operations Director W. MacArthur was honorably discharged from the World Secret Service for years of excellence, diligence and distinguished service. Signatures Jeffrey D. Pennywhistle, WSS High Commander. Okay, er hat so ein Zertifikat, dass er ehrenhaft aus dem Secret Service entlassen wurde. Einfach mal ein Doppelbett übersehen. Kann passieren. Kann halt passieren. So. MacArthur, brief update. The evacuees from Tombo are settled in. MacArthur, the bedlam at Tombo can never happen again. I'll have no part in that, Isaac Johnson. Isaac, good. Then we can begin soon. Time for them to make a decision. Remember that no leap forward has ever come without sacrifice, Isaac. Survival comes at a cost. Soon the evidence at Tombo will be just a faint memory. Time to leave this all behind. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das wird. Oder was es heißen soll. Aber ich glaube, das bedeutet, dass die irgendwelche Menschen geopfert haben. Irgendwelche, die evakuiert wurden. Also es liest sich so. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Moppelchen, vielen, vielen Dank für ein halbes Jahr. Ich danke dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Navok, dir auch vielen, vielen Dank. Dankeschön für 11 Monate. Bald ist B-Day, das ist richtig. Das ist richtig. So, was haben wir hier noch? Hier ist das Quartier von Rosa. Lavert. Nun, die hat ein bisschen mehr Wert auf die Arbeit gelegt, so wie es aussieht, ne? Die hat zwar auch ein Doppelbett. Aber der Hauptbestandteil ist hier... Naja, oder sie hat gern Filme geguckt, man weiß das nicht. Nein, sie wird wahrscheinlich hauptsächlich gearbeitet haben. Was können wir hier tun? WSA recruits top scientists to Lunar Council. In preparation of its impending mission to colonize the moon, the WSA has filled the ranks of the Lunar Council. Established to coordinate WSA efforts on the moon, two seats remained unfulfilled until top scientists Dr. Rosa Lavert and Dr. Isaac Johansson were awarded the position. Lavert and Johansson were chosen personally by William MacArthur, who has a lifelong history in overseeing complex international security missions across the globe and was recently appointed mission commander to the lunar expedition. As head of the Lunar Council, MacArthur is to lead the colony together with Lavert and Johansson. Ich muss mal zwischendrin was trinken. Ah, bei mir ist auch alles gut, dankeschön. Warum haben alle ein Doppelbett? Ich weiß nicht. Vielleicht haben die zwischendurch so wechselweise in den Räumen Übernachtungspartys mit Kissenschlacht gemacht oder so. Man weiß es nicht. To many, the appointment of Dr. Lavert comes as no surprise. The respected scientist has spearheaded numerous
cutting-edge research teams and is a leading expert in the fields of fusion energy development and helium-3, the resource the WSA plans to harvest on the moon and on a massive scale in order to fuel the MPT. Operating on the borders between architecture and technical design, Dr. Johansson is renowned for the eponymous Johansson settlements. The settlements, designed to withstand the harsh conditions of the equatorial desert, have given Johansson unique insight into construction in physically hostile environments. It is believed that their joint knowledge and experience will prove vital to the colonization of the moon and the establishment of the MPT, the vast network meant to generate and transmit energy from the moon to Earth. Excite how hopeful we were. Oh, das, oh, how hopeful we were. Okay, das ist sehr negativ. Also, Kane, guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Abend im Stream. Und hi, Snow. Was habt ihr gemacht? Ich habe vorhin ein bisschen GTA-RP mitbekommen. Gab's das den ganzen Abend? Und Lynn, guten Abend. Und Theo Flohn, hallo. Und City Skyline. Ah, okay. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir sind bei Deliver Us the Moon dran. Wir sind, ich weiß gar nicht, wie weit, ich weiß nicht, wie lang das Spiel ist. Wir müssen die Welt retten, in kurzer Zusammenfassung. Wir müssen die Energieversorgung auf der Erde wiederherstellen in diesem Spiel. Auf der Erde hat es momentan angenehme 46 Grad mit Sandstürmen. Und wir sind jetzt auf dem Mond. Und müssen hier quasi das Energieversorgungssystem wieder in Gang bringen, damit es auf der Erde wieder ein bisschen hübscher wird. Und Lynn, danke dir fürs Follow. Mach's dir gemütlich. So, also wie es hier in dem Text aussieht, also MacArthur erstmal hat als, ich sag mal, Vorsitzender vom Rat, ne, Johansson und Levert mit eingestellt. Levert scheint eine sehr, sehr angesehene Wissenschaftlerin zu sein, die halt auf dem ganzen hier Fusionsenergie und so weiter halt Expertin ist und ist deswegen mit angeheuert worden. Und der Isaac Johansson hat, so wie es aussieht, vorher Siedlungen in Wüsten gebaut. Und daher sollte er halt, gilt er als Experte halt für ja, so Unterbringungen in sehr lebensfeindlichen Gegenden. Dafür sind die beiden anscheinend angeheuert worden. Aber was genau die da jetzt auf der Mondoberfläche noch gebaut haben, weiß auch keiner, ne? Die meisten Fragen wurden schon beantwortet. Topsy, guten Abend. Ich habe mir Mühe gegeben. Es war so die sehr kurze Zusammenfassung, weil wir nebenbei auch noch so ein bisschen von der Familiengeschichte halt lernen. Eigentlich haben wir Funkkontakt zur Station auf der Erde. Und das ist die Tochter von Isaac Johansson, der halt hier gearbeitet hat. Man hat halt von dem Vater nicht mehr viel gehört und deswegen... Hoch? Was sind denn das für Bubbles da? Gehört das zum Abbau von Helium-3 oder sind das irgendwelche, oder sind das diese Secret-Baudinger, die hier entworfen haben? Das ist schon hübsch. Das sieht schon echt hübsch aus. Habitate, maybe? Ja, sowas, ne? Ich meine, das würde zu Isaac Johansson passen, wenn er Experte für sowas war, dass die hier irgendwie sowas in die Richtung noch gebaut haben. Plank, hi. Tatsächlich wollte ich heute bis 1 machen. Ja, guck mal, wir können wieder Becherchen fallen lassen. Wetten, wenn man überall, wo man einen Wasserspender findet, ein Becherchen fallen lässt, gibt es auch eine Trophäe? Das habe ich bei der Gitarre auch gedacht, das hat auch nicht funktioniert. Eigentlich wollte ich heute bis 1 machen, aber... Nein, nicht 13 Uhr, sondern 1 wie 1. Aber ein bisschen machen wir jetzt noch. Ein paar Minütchen machen wir auf jeden Fall noch. Ich kann ja jetzt nicht einfach Feierabend machen. Nachdem Delfine und Kane rübergekommen sind. Das geht ja nicht. So.
das. Eine Rede. Crossroads, Tombow, Earth, the best and brightest, the new age, outward. Okay. Ja, wollte wohl einer eine Rede fürs Volk halten. Klar kannst du. Ja, ein paar Minütchen machen wir auf jeden Fall noch. RIP, Schlaf. Na, wir machen nicht mehr ewig. Ich muss ja auch irgendwann schlafen. Vielleicht. So, was ist das? William MacArthur Security and Transport Supervision. Das scheint das Büro von dem MacArthur zu sein. Da würde ich ja gern mal reinspinksen. Ich guck mal, also ich würde halt tatsächlich, was ich gerne noch machen würde, wäre noch diesen ASI heute finden, weil das scheint ja so unser, ich weiß nicht, so eine Art Personal Begleiter zu sein. So eine, unsere persönliche Eva oder so. Ich weiß auch noch nicht, was das genau ist. Ich stelle es mir aber wie so eine kleine Eva vor. Vielleicht redet die dann auch mit uns. Vielleicht haben wir dann wenigstens mal Gesellschaft. Rosa Levert. Guck mal, hier ist so einer. Oh, warte. Moment. Können wir hier die Hologramme scannen? Nee, okay. Ich dachte... Nee, anscheinend können wir sie nicht scannen. Weil alles Scannbare ist ja eigentlich eher so bläulich. Frau Danger, hello. Vielleicht redet sie auch mal mit uns. William, what the hell was that speech about? Our next chapter, Rosa. It's time. The ships will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Will, have you lost your mind? We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on us. Don't concern yourself with them. Those days are over. We have to start the long journey ahead. That was the agreement. The ships were supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. I'm not leaving, Will. Not like this. I'm not asking. Get her on the ship. What? Ah, is this really? Delfine, schlaf schön. Gute Nacht dir. Das heißt, MacArthur wollte die komplette Menschheit opfern? Oder quasi ohne Energie zurücklassen, um sich und weiß ich nicht, wie viele Leute hier gelebt und gearbeitet haben, 100 Leute auf Schiffen irgendwo raus ins All zu schicken oder in Kolonien zu leben. Ja, das ist nett. Oh, es hat einen Sound gemacht. Hardware malfunction detected. Maintenance required. Wie kann ich dich denn reparieren? Es hat einen Sound gemacht. Ich möchte es reparieren. Wie mache ich das denn? Was? Warte mal. Oh nein, ich kann nicht auf mein Logbuch zugreifen, wenn ich das in der Hand halte. Kann ich dich nochmal ablegen? Oh nein, ich kann es nicht mehr ablegen. Was? Wo muss ich dich denn jetzt hinbringen, verdammt? Ich weiß es doch nicht. Ich trage dich einfach mit mir rum. Und rede ein bisschen mit dir, weil ich habe ja sonst hier gerade keinen zum Reden. Es hat gedudelt. Ja, es wird unser neuer Freund. Wir werden es reparieren. Oh, da. Hier ist die Reparatur. Wir haben dann unsere persönliche kleine Eva oder unseren persönlichen kleinen Wally, wie auch immer man ihn nennen möchte. Sehe schon, der größte Graus einer Frau allein auf einer Station und keiner zum Reden da.
Ja, vielleicht. Das ist doch uns zum Reden. Ja. In-game meine ich. In-game. Ah, guck mal hier. Initiating AZ Maintenance Protocol. Running AZ Hardware Diagnostic. AZ connection to Lunar Facility Network. Failed. AZ Network Access Port Status. Defective. Component replacement is advised. One of the three components necessary for replacing the AZ unit's network access port. Nummer 1 haben wir schon mal. Wir brauchen aber noch andere Ersatzteile, okay. Schauen wir mal, ob wir die hier finden. Was ist halt... Oh, was ist das? ACE keeping memories safe. Backside how to playback your recorded memories. Return to the location of recording. Activate any authorized ACE unit. Watch your memory come to life. Das ist tatsächlich, dass so jeder so seinen persönlichen Begleiter mit diesen kleinen Fliegedingern hat. Oder unser neuer Claptrap. Ja, nein, 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 nein. So nervig wird es bestimmt nicht. Nein, nein. Ich bin mir sicher. Okay. Oh, warte, da ist noch ein Ersatzteil. Zwei haben wir damit. Was ist hier drin? Man weiß es nicht. Es scheint kein Ersatzteil zu sein. Oder? Ist eins davon ein Ersatzteil? Nein, es sind aber... Also es sind Ersatzteile, aber nicht die, die wir brauchen. Vielleicht brauchen wir die später. Nachher wird das noch eine GLaDOS. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Vielleicht wird es auch sag schnell. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie heißt... der Computer von Iron Man nochmal. Jarvis. Dankeschön. Jarvis, ja. So. Warte. Remove ASE coverlet. Place network parts on table. Replace network component. Put ASE coverlet back in place. Coverlet. Haben wir das schon abgenommen? I don't know. Haben wir es abgenommen? Was muss ich machen? Warte mal. Wie musst du denn... Da sind zwei Striche und... Achso, ich muss es... Nee, warte. Nein. Nein, ich muss es... anders drehen irgendwie. Warte mal. So, ne? Ja. Nein! Ah, es war doch gerade richtig! Warte, wenn ich es jetzt... Es ist falsch. So, und wenn ich es jetzt zweimal kippe und dann place. Okay, alles klar, haben wir. Joe, guten Abend. So, wie funktionierst du? Mal kurz gucken. Der hat hier so Einbuchtungen. Der muss gekippt so rein, oder? Ja, passt. Und als letztes kommst du so und dann so, ne? Würde ich jetzt sagen. Das sieht gut aus. AZ Network Access Port Replacement successful. AZ Connection to Moon Hub Facility Network established. Proceeding with AZ Hardware Diagnostic. AZ Thruster Status defective. Full Thruster Replacement is advised. Okay. Da müssen wir noch was austauschen. Das bedeutet, find the thruster components. Lass mich raten, das war die Box, die wir eben gefunden haben.
Wäre jetzt so mein Verdacht. Nicht? Seid ihr nicht die Ersatzteile, die wir brauchen? Nein, sind sie nicht. Verdammt! Okay, weitersuchen. Weiß nicht, ob das Ersatzteil da drin ist, aber ich mach's einfach mal auf. Nö. Da ist kein Ersatzteil drin. Ja, ich weiß. Ich muss aber noch suchen. When Kathy Johnson was brought to the moon, Dr. Rosa Levert was immediately taken with the girl's vivid imagination, determined to limit the impairing effects of the moon's low gravity on her new friend's physique. Rosa closely monitored Kathy's health and growth rate. Despite Rosa's good care, Kathy's health deteriorated rapidly during her stay on the moon. Okay, also Kathy ist viel zu wenig gewachsen wegen der wenigen Schwerkraft auf dem Mond, weil es natürlich für ein Kind wesentlich schlimmer ist als für einen Erwachsenen. Logischerweise. Oh, was kann ich hier? Ah, hier kann ich die Tür auf und zu machen. Das ist okay. Hilft mir aber noch nicht weiter. Warte, da vorne kann ich irgendwas machen. Repair in progress. Okay, ja, toll, das hilft mir nicht. So, haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Oh, bist du so ein Teil? Du siehst aus... Nein, das ist aber nicht so ein Teil. Ah, wo finde ich die Sachen? Anandusha, schlaf schön. Gute Nacht dir. Selbst Erwachsene müssen täglich trainieren, damit sich ihre Muskeln nicht abbauen. So ein Müll. Trainieren. Yeah. Dammit, wo ist denn das? Ich weiß. Aber ich finde halt auch die benötigten Ersatzteile gerade nicht. Durch die Tür kommen wir. Warte mal, vielleicht finden wir die oben. Ich gehe nochmal eben oben gucken. Vielleicht ist hier irgendwo was. Nö. Nö, 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 nö. Da brauche ich auch so ein ASI für. Ist auch nichts. New Tech Personal arriving soon. Okay, das sind... Lass mich raten. Das sind doch bestimmt die, das bei Kickstarter gebackt haben, oder? Das ist eine coole Idee, das so zu machen. Das ist eine sehr, sehr coole Idee, das so zu machen. Das finde ich schön. Hilft mir aber gerade immer noch nicht bei den Ersatzteilen. Sieht irgendwie gefährlich aus. Brauchen wir auch ein ASI für. Oh! Was bist du? You're still my center of gravity. Much loveless. Oh, das ist kitschig. Aber süß. Gibt an sehr vielen Stellen Namen von Bäckern. Okay. So, 19.03.2052. Young Claire Johansson claims WSA Competition Trophy. In the stunning conclusion to a neck-to-neck race
undergrad student Claire Johansson, daughter to Lunar Council member Isaac Johansson, has claimed first prize in the WSA's prestigious Our Future competition. An initiative of the WSA, the biennial competition, is the largest of its kind and stimulates innovation of space travel and sustainable development technologies. Head WSA scientist and Lunar Council member Rosa Levert heads the jury herself. Claire Johansson's entry testifies of brilliance rarely seen at her age, commented Dr. Levert on Johansson's design. The efficiency and durability of her rocket's design is exceptional and stands out from the rest. As part of a prize, Claire Johansson has received an open invitation to join Dr. Rosa Levert's research team on the moon. But in a remarkable turn of events, young Johansson has expressed no interest in joining unprecedented, Dr. Levert remarked. Ah, sie hat's abgelehnt, damit zu machen. Obwohl, also sie hat halt gewonnen mit ihrem Raketendesign und so weiter und hat es trotzdem abgelehnt, bei dem Team auf dem Mond mitzuarbeiten. Brownie, guten Abend. Weiß nicht, Mittelpunkt der Schwerkraft kann man auch falsch verstehen. Warum, Rage, was meinst du? So, ASE, Rosa, Teddy, me, Daddy, Mommy and Claire. Backside for Daddy from Kathy and Teddy. Sie hat halt überall ihre Bilder dran gepappt, ne? Oh, warte, 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 Ersatzteil. Ich wollte ans Ersatzteil. Ah, ich muss mich mal noch hinsetzen. So, hi Isaac. I know you're busy, but could you install a new module to my ASE soon? Lead engineer Sarah Baker from Pearson Space Station has designed an additional emotion module that seems fascinating. It'd mean the world to Kathy, too. Hi Rosa, I apologize, but pressing matters at Tombow require my full attention for the next few months. Besides, you know how dearly Kathy wants an ASE of her own. She hasn't stopped asking for one ever since you showed her yours. How are her growth results? Schlecht? Of course, our duties come first. As for Kathy, I need to be honest with you. The test results are in and she's not at all growing like a girl her age should. I worry for her health, Isaac. Maybe she was better off on Earth after all. Please at least consider the program. You know that she'd be no better off on Earth than here. I'll think about the program. Thank you. You mean a lot to her. Ah, er ist nicht mal auf die Warnungen eingegangen anscheinend. So. Ach, waren es nur zwei? Ja, es waren nur zwei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, vielleicht kriegen wir das ASE heute noch ans Laufen. So, mal kurz gucken. Turn AC and remove wing haben wir gemacht. Place thruster parts on table, replace thruster. Okay, das sind immer die gleichen Art von Anleitungen. Das heißt, das Nupsi kommt dahin, würde ich sagen. Als nächstes brauchen, oh Gott, warte, wo war die Anleitung? Das mit drei Löchern, das ist dann dieses, ne? Das mit drei, oh, das hat auch drei Löcher. Warte mal, welche beiden haben denn? Diese beiden haben drei Löcher, warte. Das ist das dickere, oder? Die anderen haben aber irgendwie auch drei. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich brauche. Aber weiß ich nicht, welches ich nehmen muss. Ich habe keine Ahnung, welches ich nehmen muss. Ich nehme jetzt einfach mal das dünnere von denen. Glaube ich. Nicht? So?
Okay. Dann das Dickere. Ist das schon richtig? Das sieht so aus, als würde es zumachen. Nee, macht's nicht. So? Nein. So. Okay. So, jetzt haben wir noch drei Teile. Warte. Irgendwie mit so Einkerbungen. Welches ist das? Das könnte das hier sein. Nee. Oder? Warte mal, das hätte dann nur noch eins. Kann das das sein? Hm. Oh, ich und räumliches Denken. Es ist ein Krampf. So. Dann würde ich... Dann muss es das hier sein. Aber das kann nicht sein, weil das jetzt nur noch ein Nupsi da oben... Oh, warte. Nee, das muss... Warte, so und dann kippen und dann drauf. Und dann kommt noch die dünne Scheibe drauf. Einfach so. Und dann wieder zumachen. ASE Thruster Replacement. Successful. Initiate reboot to complete maintenance protocol. Oh, achso, wir müssen den Reboot vorne starten. Warning, Generator Overload, Reset required. Nein, ich will doch mein ASI haben. Lass den Scheiß. Kacke. Hier ist zu. Ah, was muss ich tun? Warte mal, reboot the ASI unit at the computer in front of it. Hab ich. Aber jetzt alles kaputt. Damn it. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ach, das kleine Vieh einfach mal die komplette Energie aufgesaugt. Ich hätte gesagt, wir müssen das da neu starten, aber da kommen wir ja von hier aus gerade gar nicht ran. Weil die Tür zu ist. Wie machen wir denn das? Facility Maintenance? Hatten wir irgendwo einen Code gefunden? Ba-ba-ba. Das ist alles für so einen Staubsauger. Ey, urteile nicht, bevor es nicht lebt. Vielleicht ist es ganz wundervoll und wunderbar. Und es wird ein... treuer kleiner Begleiter für uns, der uns in der Einsamkeit dieser verlassenen Station Gesellschaft leistet. Ich weiß nur leider gerade noch nicht so ganz, wo wir hin müssen. Nun! Wir müssen irgendwas resetten, aber... I don't know. Können wir ihn Steve nennen? Ich weiß ja noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Oh, warte. Wir müssen gar nichts resetten. Es lebt. Folgst du uns jetzt? Kommst du mit? Es kommt mit! Ich mag es! Ich mag es! Wie nennen wir es? Wir nennen es nicht Steve. Es muss irgendeinen süßen Namen haben, weil es ist süß.
Töte es mit Feuer? Warum? Eve? Ja, Eve passt. Oh, wir können es sogar steuern. Es hat eine Taschenlampe. Und lass mich raten. Warte. Wow, wow, wow. Warte, da. Oh Gott, warte. Bin ich jetzt noch in der richtigen Richtung unterwegs? Oh, wei, ist das Ding schnell. Und jetzt? Komme ich da nicht durch? Kann ich? Habe ich irgendwas? Nein, habe ich nicht. Habe ich mich jetzt verflogen? Wally. Oh, hier geht's raus. Ja, einfach mal umgucken hilft, ne? So, was kann ich hier tun? Oh, damit interagieren. Was hat es jetzt getan? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Hier ist noch so eine Docking Station. So. Was macht es da? This is Isaac. Hi. I'm not sure if this message will ever reach you. I don't think it will. But I'm trying anyway. We haven't spoken since the argument about Kathy. I want you to know that she's safe and well. This message will be the last you'll ever get from me or from anyone else up here. It's probably something you'll never understand. Hell, I barely do. If someone ever finds out what happened here, know that I did it for her. For your sister. To give her a chance. But you'll do great. You'll do great things. Take care. And, I love you. I wish I said that more often. Back when you still called me Dad. Goodbye, Claire. Hmm. Folgt und es macht Geräusch. Ja. Inoffiziell heißt ASI Brüste, hat etwas mit einem Bäcker zu tun. Okay, interessant. Ich finde, wir nennen sie einfach Eve. So, was ist jetzt? Use ASE to reset the generator and leave maintenance. Okay, wir haben resettet. Wir können raus. Wir können gehen. Wir sind fertig. Warte, warte. Ah, das war der Ausgang. Hier unten mussten wir lang, ne? Ja, habe ich, Tim. Trace. This just doesn't feel right. Alex, scan for data history. There's a recording. Rolf, come in. I think I've got something. I found a recording from the 23rd. That's what? 2 days ago? Are you sure? Yeah.
Can you see it from up there? I think so. Go ahead. Alex, project hologram from September 23rd, 2054. This isn't just the moon-up crew. There's too many of them. These are Tombow evacuees. How do you know? These names weren't here before. There's still dust on the stone. On the monument, you mean? Yeah. Victims of the Tombow evacuation. The date is the day of the blackout. Something big must have happened over at Tombow. Pearson, coming in for expedition team. Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT? The entire network is down, and I've had no luck with bringing it back online so far. Make it quick. If things don't work out with the network, head back up here, whether the MPT is online or not. You have 20 minutes left to make it in time for evac. Copy that, Control. Rolf, I'll check out the living quarters and then head back to the elevator. Bei dem Kickstarter-Projekt gab es sehr viel Humor. Die Entwickler sind unglaublich nett. Ich weiß, ich hatte das Glück, zwei von denen kennenzulernen auf einer Messe. Ich muss ja sagen, ich finde es ziemlich geil konstruiert bei dem Spiel, dass wir auf der einen Seite haben wir unseren Handlungsstrang, dass wir das Ganze hier wieder reparieren müssen. Dann folgen wir Rolf und Sarah, die selber herausfinden wollten, was da los war, und kriegen die ganze Zeit so ihre Erinnerungen und Gespräche mit. Und wir haben als dritte Ebene noch das, was ursprünglich da los war, warum es zum Blackout gekommen ist, mit Isaac und der Tochter und so weiter und Claire. Ich finde das sehr geil, dass man so drei Erzählebenen hat. Finde ich ganz cool gemacht. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. So. Aber, ihr Lieben, ich habe jetzt schon eine Stunde länger gemacht. Eigentlich sogar anderthalb. Ich habe gesagt, wir machen bis halb eins. Jetzt haben wir gleich zwei. Schon viel länger gemacht als geplant. Dementsprechend machen wir für heute jetzt schon. Wer hat eben gemimimi, dass er nur 5 Stunden Schlaf hat? So. Ich nehme an, der hat Autosave, ne? Warum? Jetzt macht der Controller wieder nicht mit.